Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht irgendwo Rettungskräfte zu einem Einsatz gerufen werden. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Diese Fertigkeiten kommen jedoch nicht nur aus dem Lehrbuch. Wichtig ist es, das Gelernte auch praktisch zu üben, wie hier in Schneeberg. Und heute befinden wir uns hier auf einem Gelände eines neu gebauten Altenheimes, auch mit betreuten Wohnen. Und hier wurde, da es noch nicht voll belegt ist, eine Übung durchgeführt, damit die Feuerwehrkameraden und die Rettungsdienste, falls doch mal es notwendig wird, sich mit dem Objekt vertraut machen und die Gegebenheiten kennenlernen und damit im Prinzip auch noch zusätzlich das Zusammenwirken von verschiedenen Ortswehren. Es waren ja drei Orte hier involviert, gleichzeitig mit üben, und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, damit man im Ernstfall wirklich retten und helfen kann. Simuliert wurde ein Brand im Objekt. Für die Feuerwehr bestand die Aufgabe, die Bewohner sicher aus der Gefahrenzone zu bringen und den Brand zu bekämpfen. Diesmal waren die Bewohner des Heims jedoch vorab informiert worden. Also die Belegung, soweit ich das einschätzen kann, das war ja mit der Heimleitung auch abgesprochen, war so, dass das also auch interessant war. Natürlich ist das auch anstrengend von alten Menschen. Trotzdem haben wir es gewagt, gemeinsam das anzugehen, dieses Unterfangen. Die Übung selbst war den Feuerwehrkameraden bis auf ganz, ganz wenige nicht bekannt, sodass es also auch eine Echtheit gibt in der Auswertung. Und da spült es dann die eine oder andere Problematik hoch, die jetzt es gilt auszuwerten, um dann danach die Schlussfolgerung zu ziehen, die Veränderungen durchzuführen. Es werden Fehler gefunden, es werden falsche Verhaltensweisen ausgewertet. Und das bringt uns alle ein Stück weiter voran und letztlich bringt es Sicherheit. Insgesamt waren über 50 Einsatzkräfte vor Ort. Neben dem Zusammenspiel der Einzelnen dienen solche Übungen auch dazu, Schwachstellen zu entdecken. So sind die Helfer für kommende Einsätze gut gerüstet.